zweite Bestimmung hatte, so. Hat dann nach vorne ein bisschen gehen. Und der George hat ja eben schon gesagt, wir können entweder wegziehen, zack, Dinge machen, oder ich kann halt wirklich zum Ball hingehen. Ja, wie ihr es macht, das ist einfach, wie ihr euch besser fühlt. Dies kommt komfortabler. Ich mach's jetzt so, dass ich halt aber wie gesagt, wenn du auf die Seite musst, du dahin bleiben. Ja, klar, da kannst du nicht. Aber hier auch vorne, vielleicht auch runter. Nach vorne. Runter früher kann ich euch auch sagen, wenn ich, wenn die Kurve kommt, ja, die hüpft, also die kommt hier in den Boden rein. Ja, die kommt hier wieder nach oben. Wenn ich mich hier fallen lasse und ich falle nach unten oder nach hinten, dann springt die Kurve höher. Ja, die ist ungefähr hier, wenn mich trifft. Anstelle, wenn ich nach vorne gehe, dann trifft die mich hier. Ja, da habt ihr den Ball ungefähr so viel Strecke weggenommen, ja, die nach oben kommt. Dann müsst ihr anstelle von hier, seid ihr hier. Und dann könnt ihr den Ball besser kontrollieren. Ja, aber ist euch selber gut. Zur Seite, wie gesagt, kann ich den Handschuh vorher. Das heißt, wenn der Ball da ist auf der Seite. Ja. Nochmal. Wir drücken quasi mit der Innenseite davon. Hin und ranziehen. Hin und ranziehen. Mit der Seite genauso. Jetzt drückt er mit der Seite. Abdrücken. Hin und ranziehen. Wenn ihr ranzieht, hat er schon mal gesehen, eine Kobra, ne? Eine Kobra schon, wenn die angreift, dann hat sie hinten so einen Rücken, einen breit gefächerten Rücken. Die macht ja genau das Gleiche. Hin und die Kobra. Den Rücken. Den Rücken möchte ich so drunter. Um euch nicht weh zu tun, ihr am Handgelenk, hat er bestimmt schon mal gehabt, ne? Dass er den Ball geblockt hat und er den Ball hier drauf gekriegt. Ihr habt hier, so Einbuchtung, wenn ihr euch so hinhockt. Ja, wenn ihr euch hier hinhockt, dann merkt ihr, ihr könnt hier so rein. Wenn ihr jetzt einfach hier ranziehen, so weit ranziehen, dass ihr mit den Armen in dieser Richtung seid. Dann könnt ihr euch nach vorne legen. Und wie viel Angriffsfläche hat jetzt der Ball für meine Arme? Siehst du das? Nicht viel, oder? Wie bleibt er jetzt? Aber hier. Aber hier. Ja. Weil er werde ganz einfach hier das Quatsch, ne? Und tut weh und der Ball springt weg. Also, hier ist natürlich immer richtig schön flexibel zu.
Gas dagegen.